Moin Moin YouTube, herzlich willkommen auf diesem Kanal. Heute möchte ich euch den Kallix Kartenkoffer 2.0 vorstellen. Ja, ihr habt es schon richtig gehört. Heute gibt es eine kleine Review zu diesem Kartenkoffer. Warum das Ganze zu dem Kallix Kartenkoffer und nicht vielleicht zu dem von Protect Your Cards? Ganz einfach, die Verfügbarkeit war erstmal jetzt da. Ich wollte ganz gerne einen Kartenkoffer mit mehr als zwei Fächern haben. Hinzu kommt, wurde gerade der Kartenkoffer krass reduziert von 119 Euro auf 74 Euro. Warum das Ganze? Kallix, habe ich gesehen, schließt ihren ganzen Shop für den Endkunden, also für uns. Allerdings, so habe ich es jetzt rausgelesen, wenn man auf die Seite geht, welche ich euch auch einmal in der Infobox noch verlinken möchte, dann sieht man, dass Kallix auf jeden Fall mit Geschäftspartnern noch weiter handeln wird. Dementsprechend kann ich mir gut vorstellen, dass andere Shops, ob es jetzt German Trading Cards oder vielleicht irgendwann TTC ist, dass die sowas vielleicht mit aufnehmen und dann wiederum vertreiben. Dementsprechend glaube ich, dass das Review trotzdem ganz interessant sein könnte. Außerdem kann man immer mal wieder gucken, ob man so einen Kartenkoffer vielleicht secondhand bekommt, vielleicht über eBay Kleinanzeigen. Da sind auch zwei Anzeigen online und vielleicht kann man sich da einen relativ günstig kaufen. Was ganz, ganz wichtig nochmal ist, gerne lasst dem Kanal einen Daumen nach oben da, beziehungsweise dem Video einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal, das wäre für mich super, super cool. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr eure Sammelkarten momentan aufbewahrt. Ich dachte, ich mache jetzt einfach mal den nächsten Step und hole mir so einen Kartenkoffer, habe eigentlich Bock darauf, ich sortiere gerne ein, dementsprechend müsste das passen. Ja, ansonsten möchte ich gar nicht mehr so lange schnacken, lasst uns direkt in den Koffer einmal reingucken, beziehungsweise wie er mir geschickt wurde. Also man sieht hier, das ist das Paket, also relativ groß. Ich bin gleich mal gespannt, ob das alles so passt, wenn wir ihn hier präsentieren. Ich hoffe schon. So, hier ist das gute Stück. Da lege ich ihn mal hin. Luftpolsterfolie, natürlich eingewickelt, macht Sinn. Der Karton war ungefähr so groß jetzt wie der Kartenkoffer. Da war nicht mehr viel Spiel, was auch sinnvoll ist. Da ist das gute Stück. Wie gesagt, es ist nicht hundertprozentig jetzt mit der Kamera, dass alles passt, aber ich wollte euch trotzdem einen ersten Eindruck geben. Kallix steht auf jeden Fall mit vorne drauf, hinten ist er blanco, hat ein relativ gutes Gewicht, wirkt auf jeden Fall auf mich sehr stabil, das macht aber auch Sinn und gerade beim Preis von 120, wie er erstmal angeboten wurde, wie gesagt, 74 Euro fand ich dann doch schon relativ angenehm und ich finde jetzt im ersten Moment macht er auf jeden Fall einen guten Eindruck. Diese 2.0 Variante wurde auch nochmal verbessert, weil es bei dem ersten wohl immer mal wieder Kritikpunkte gab. Aber lasst uns gleich nochmal reinschauen, auch wie er ausschaut von innen. Jetzt das gucken wir mal von oben. Ihr seht es hier, ich kämpfe ein bisschen. Was ist hier noch mit drin? Auf jeden Fall die Schlüssel. Man kann diesen Kartenkoffer abschließen. Muss man schauen, ob man es jetzt großartig nutzt. Auf jeden Fall haben wir hier drei Fächer, das war mir wichtig, deswegen war mir der von Protect Your Cards einfach zu klein, weil die momentan ja nur den mit den zwei Fächern haben, obwohl das auch alles sehr, sehr gut aussieht, das kann man nichts gegen sagen. Aber auch der jetzt hier mit 74 Euro reduziert, gleicher Preis wie der von Protect Your Cards, deswegen für mich natürlich perfekt. Hier oben auch nochmal Schaumstoff zum Sichern, ich glaube, dass sie relativ ähnlich alle ausgebaut sind. Ich gucke mir den ganzen Kartenkoffer mal ganz kurz genau an und hole euch dann gleich wieder rein, ob irgendwo ein Mängel aufgefallen ist. Also auf den ersten Blicken sieht es wirklich, wirklich gut aus. Ich habe jetzt hier nochmal schon Karten reinsortiert. Vielleicht sieht man das jetzt hier gleich besser. Die gilt natürlich extrem. Aber ich habe zwei Graded Cards hier von SGC und ich dachte, dass die vielleicht nicht passen könnten. Die passen jetzt hier aber gut noch rein, also das ist quasi auf Kante genäht. Ein Mac passt natürlich hier trotzdem sehr gut rein, der hat ein bisschen Spiel, aber es ist auch vollkommen okay. Wie viele Karten hier wo reinpassen mögen, ich glaube, da gibt es auch eine Info zu. Ich glaube, über 70 Graded Cards passen hier auf jeden Fall rein. Bisher finde ich den wirklich super, super schick. Ansonsten werde ich euch auf Instagram noch, sag ich mal, weiter auf dem Laufenden halten, wie der Koffer sich für mich macht, ob es irgendwelche Probleme noch gab. Gerne folgt mir da einmal rein. Link ist auch unten in der Beschreibung. Da will ich auch immer mehr und mehr meine Sammlung posten, was ganz, ganz wichtig ist. Und freut euch schon mal drauf, Ende des Jahres soll auf jeden Fall auch noch ein Sammlungsupdate kommen, eine komplette Vorstellung von der jetzigen Sammlung. Da kommt der Kartenkoffer auch nochmal mit ins Spiel, deswegen auch den mir für ein paar Karten noch geholt. Da werde ich das Ganze nochmal ein bisschen präsentieren und kann euch dann dementsprechend auch nochmal eine Langzeit-Review geben. Aber ich finde, er macht auf jeden Fall einen richtig, richtig guten Eindruck und für den Preis bin ich auf jeden Fall mega zufrieden. 120 Euro wäre mir einfach auch zu viel, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ihr auf einer Suche nach einem coolen Kartenkoffer seid, kann ich ihn bis dato jetzt empfehlen, weil er wirklich einen guten Eindruck macht, sieht gut verarbeitet aus und wirkt auch einfach wirklich stabil. Also wenn der mal irgendwo gegenditscht, dann ist da nicht direkt Harakiri hinten. Wie gesagt, kleines Fazit zu dem Ganzen.
sieht wirklich top verarbeitet aus. Preis war jetzt am Ende wirklich gut unterwegs. Selbst SGC-Karten passen rein, was ich erst vielleicht nicht dachte. Max natürlich auch locker. Also hat ein gutes Fassungsvermögen das Ganze hier. Wie gesagt, über 70 Graded Cards werden hier auf jeden Fall Platz finden. Ja, dementsprechend, wenn ihr den irgendwo vielleicht Secondhand findet oder ein Shop den anbieten würde, kann ich ihn euch dann nochmal wärmstens empfehlen. So, schlussendlich, ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht wieder zu wirr von mir vorgetragen. Es ist nicht ganz einfach hier in der Location das Ganze zu präsentieren, weil Kameras und Co., das ist einfach ein bisschen Harakiri hier gerade aufgebaut und der Tisch auch einfach zu klein. Aber ich wollte euch kurz mit reinnehmen. Ich habe mir einen neuen Kartenkoffer gekauft. Den wollte ich euch gerne präsentieren, das habe ich damit gemacht. Wie gesagt, bin super zufrieden, hat ein gutes Gewicht, wirkt sehr gut verarbeitet, gerade von innen, aber auch von außen sehr, sehr hochwertig. 74 Euro habe ich jetzt gezahlt, was ich vollkommen okay finde. Viel günstiger findet ihr ihn auch gebraucht nicht, also das muss ich euch auch schon mal so sagen. Aber wie gesagt, schreibt mir gerne auch nochmal in die Kommentare, wie ihr momentan eure Sammlung sichert. Oder habt ihr irgendwie Sammelmappen, was nutzt ihr? Oder habt ihr auch einen Kartenkoffer und wenn ja, von wo? Und was sind da eure Erfahrungen? Ansonsten möchte ich gar nicht mehr so lange quatschen. Würde mich freuen, wie gesagt, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich möchte euch nur noch einen schönen Abend wünschen. Bis dann, haut rein und ciao.